Einen wunderschönen guten Tag hier aus Erlangen. Endlich wieder in meiner Heimat und mein Gast heute ist wie angekündigt Bodo Wartke. Hallo. Hallo. Sehen wir uns wieder nach 4 Monaten oder so. Ist sicher einiges passiert. Ich habe vorhin mit meiner Schwiegermutter eine Stunde Programm von dir angeguckt im Netz. Die ist abgebrochen. Und nach unserem letzten Interview haben mich circa 30, 40, ich sag mal, betagte Damen angeschrieben und haben gefragt, wie ist das mit diesem Bodo Wartke so? Was hast du gesagt? Ist schwierig. Ich habe geschrieben, der ist nett, höflich, gutes Gedächtnis habe ich immer dazu geschrieben. Das ist mir aufgefallen beim letzten Mal. Ist bei dir auch so, dass du so eine Zielgruppe hast? Also, dass die sich bei dir bemerkbar macht? Nee, also ich bin eher immer wieder überrascht darüber, wie breit gefächert meine Zielgruppe ist. Also ich adressiere gar keine bestimmte Zielgruppe so. Ich freue mich über jeden, der kommt. Und das geht halt von 0 bis 100 sozusagen. Also Kinder, Eltern, Großeltern kommen gleichzeitig zu mir ins Konzert. Also quasi ein Familienausflug. Heavy-Metal-Fans stehen auf mich. So. Also noch zu MySpace-Seiten habe ich ganz viele Freundschaftsanfragen von Heavy-Metal-Fans bekommen, die halt auf MySpace dann so geschrieben haben, was für Bands sie cool finden. So Iron Maiden, Manowar, Black Sabbath, Sepultura, Bodo Wartke. So in der Reihenfolge. Ich dachte, ja, na klar, das ist ja spannend. Heute Abend Klaviersdelikte hier. Du sagst, dein letztes Programm, da war das Thema Frauen, das aktuelle Probleme. Das eine schließt das andere nicht aus. Also vielleicht bedingt es sich sogar gegenseitig. Wie ist es? Wir haben ja damals darüber gesprochen, dass es jetzt bald losgeht. Wie kommt das neue Programm an? Super, super. Also es ist ein sehr ungewöhnliches Programm. Deshalb, weil ich eben neben den lustigen Liedern und neben den benutzerdefinierten Liedern, Liebesliedern, die so heißen wie Frauen, halt auch ganz neue Facetten von mir zeige. Also auch sehr ernste, tiefgründige und auch bewegende Lieder. Und damit rechnen viele Leute erstmal nicht. Die kennen mich aus dem Netz so und haben Ja-Schatz gesehen oder das Liebeslied in den vielen Sprachen. So, und dann singe ich in meinem aktuellen Programm halt auch zu Herzen gehende Balladen oder zum Beispiel auch ein Lied über meine verstorbene Schwester. So, und meine größte Sorge war, dass das Publikum da vielleicht nicht mitgeht. Und ich die Menschen damit überfordere. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also ich kriege ganz viel positives Feedback gerade zu diesem Lied und gerade von Familien, die ein ähnliches Schicksal teilen. Die sind halt sehr berührt davon, dass ihnen jemand aus der Seele spricht. Wie ist es nach so einem Konzert dann? Kommen Leute auf dich zu? Mhm. Ja, also ich gehe ja immer noch raus zum Merchandise-Stand und stehe zur Verfügung. So, gib Autogramme oder man kann Fotos mit mir machen oder mich halt auch Sachen fragen. So, oder auch einfach Sachen loswerden. Ich habe was Witziges gesehen. Du hast ein Lied über Geschlechtsteile gemacht. Ja, auch das. Genau. Das singe ich auch in diesem Programm, das heißt fehlende Worte. Super. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzugucken. Wobei ich möchte dazu sagen, also das Lied ist nicht, wie man meinen könnte, frivol, obszön oder explizit. Ich finde es halt immer sehr, sehr spannend, explizite Themen zu wählen und darüber zu sprechen, ohne explizit zu sein. So, also ich sage halt die Worte, um die es geht, alle nicht. Ja. Sondern höchstens etwas, was sich darauf reimt. Ja. Und also du sagst zum Beispiel, Edmund Stoiber nennt seine Frau so und so. Das ist natürlich witzig. Ne? Genau, das ist halt aber auch die Wahrheit. Und das wissen immer alle. Das wird heute super ankommen hier in der CSU-Hochburg. Die werden sich freuen. Zwingende Notwendigkeit steht jetzt auch an. Und da sind 10 Termine genannt. Und ich darf verkünden, dass es auch eine CD dazu geben wird. Im Sommer. Was steht da an? Was steht da an? Also wir haben die letzten Konzerte im Oktober im Berliner Admiralspalast, vor denen du mich interviewt hast, aufgenommen und machen daraus gerade die CD zum Programm. Also es waren echt 5 traumhafte Live-Konzerte und jetzt stehen wir vor der Wahl, welches Konzert nehmen wir denn? So, und gehen so liedweise vor, welches von den Konzerten gefällt uns am besten, was soll auf die Platte. Damit sind wir gerade beschäftigt. Also ich bin zwischendurch immer mal wieder im Studio mit meinen
Mitarbeitern und wir entscheiden das gemeinsam. Und das kann ich jetzt schon sagen, das wird eine schöne Scheibe. Also da freue ich mich drauf. Ich habe gerade vorhin erst erfahren, Bodo Wartke kann man hören in Erlangen, in Nürnberg und in New York. Genau, in der Reihenfolge. Wie kommt das zustande? Ich muss ein bisschen ausholen. Also, ich habe vor einiger Zeit angefangen, Lieder von mir auf Englisch zu übersetzen. Zum Teil selber, zum Teil aber auch mit Hilfe von Freunden, die das Englische ein bisschen besser mächtig sind als ich. Mein ehemaliger Techniker Tom, der ist Brite, der wohnt inzwischen wieder in Großbritannien, der hat mir geholfen. Und eine Freundin, die tatsächlich auch als Übersetzerin arbeitet. So, und gemeinschaftlich ist es uns gelungen, in all meinen Liedern so den Wortwitz und die Reimraffinesse zu erhalten, beziehungsweise entsprechende Äquivalente dafür zu finden in der englischen Sprache. Das ist gar nicht einfach, ne? Nee, aber machbar. Okay. Tatsächlich. Also auch die englische Sprache ist da einfach sehr bunt und reichhaltig und bietet viel halt anderes. Ne? Also ich glaube, jede Sprache hat so ihre Schätze und Kleinode. Und da kenne ich mich natürlich im Deutschen besser aus als jetzt im Englischen. Dadurch war das eine spannende Herausforderung. Und diese Songs habe ich halt ausprobiert vor englischsprachigem Publikum in London. Bin ich aufgetreten vor ein paar Jahren zusammen mit meiner hochgeschätzten Kollegin Dota, die Kleingeldprinzessin aus Berlin. Und ein oder zwei Jahre später in Edinburgh auf dem Fringe Festival. Das ist das größte Theaterfestival der Welt. So, und da ist vor allem Comedy auch ganz groß im Kurs. Und es ist einfach, die ganze Stadt ist im Ausnahmezustand. So einen Monat lang wird da alles bespielt. Also Pub, Hinterzimmer, Büchereien, Uni-Gebäude. Also alles wird zu einer Bühne umgebaut, jedes öffentliche Gebäude. Und da habe ich aufgetreten und habe das ausprobiert vor Schotten. Und die fanden es super. So. Und das hat mir halt Auftrieb gegeben. Und so, ich habe gemerkt, guck mal hier, das klappt nicht nur in Deutschland. Und bin dann vor inzwischen 2,5 Jahren zufällig auf dem größten Swing-Tanz-Festival der Welt aufgetreten. Wo ist das? Also in Herräng in Schweden. Das ist ein kleiner Ort in der schwedischen Pampa, nördlich von Stockholm an der Ostsee. So, da wohnen 300 Leute und jedes Jahr fallen dort für 5 Wochen pro Woche 2000 Tanzverrückte aus der ganzen Welt ein. Es ist wie Wacken, nur eine andere Musik. So, aber gut, die Stimmung ist die gleiche. So. Und da kommen halt Tänzer aus der ganzen Welt. Und jeden Abend finden dort im Prinzip Shows statt. Also eigentlich sogenannte Evening Meetings, wo im Wesentlichen darüber gesprochen wird, was war, was ist, was noch sein wird. So, und das ist aber sehr, sehr unterhaltsam. Also der Festivalleiter erzählt viel aus der Geschichte des Swings, zeigt tolle Filme aus der Zeit. Es ist im Grunde eine glänzende Late-Night-Show, jeden Abend. Rappelvoll im Ballsaal wird sogar gefilmt und live halt auf Leinwand in die anderen Räume übertragen. So, alle gucken das, es ist super gut. So. Und im Rahmen dessen kann man auftreten. Und wir haben halt Freunde von mir, die Organisatoren gut kennen, die haben mir vorgeschlagen, ey, sing doch hier mal dein Liebeslied in den vielen Sprachen, das würde hier super gut ankommen, denn hier sind Leute aus der ganzen Welt. Und ich dachte, ja klar, warum nicht? Und habe das da gesungen und es kam fantastisch gut an. Denn zum ersten Mal wurden halt alle Sprachen, die ich da singe, verstanden. So, weil ja aus all diesen Ländern Leute da waren. Und ich habe zum Beispiel auch, ich singe ja das Lied auf Zuruf, also man kann sich Sprachen wünschen, in denen ich dann singe. Und zur großen Überraschung des Publikums kann ich das dann auch. Und da haben sich halt die Litauer, die da waren, Litauisch gewünscht und ich habe Litauisch gesungen. Und die sind komplett ausgereift, weil die das überhaupt nicht fassen konnten, dass ich das kann. So. Und selten war ein Auftritt mit diesem Lied so beglückend wie da. Was dazu führt, dass ich seitdem das da jedes Jahr singe. Also ich gehe da jedes Jahr tanzen und trete da jedes Jahr auf. So. Und mich hat halt ein Produzent aus Australien gesehen und hat gesagt, er würde gerne eine Tour von mir in Australien veranstalten und meint, am liebsten mit Orchester. Und er hat gesagt, hier, die Oper in Sydney, die sei schwierig zu bekommen.
Und ich meinte, wir müssen ja nicht sofort in der Oper in Sydney anfangen. Wir können ja erstmal woanders hin, aber klar, wieso nicht? So, und jetzt wird halt in diesem Jahr, im Mai, der 100. Geburtstag von Frankie Manning gefeiert in New York. Frankie Manning ist einer der Tänzer, die damals in den 30ern und 40ern diese Art zu tanzen, zu Swingmusik erfunden haben, mit seinen Kumpels zusammen. So. Und er war genauso auch in den 80ern maßgeblich am Revival beteiligt. Also das ist ihm zu verdanken, dass diese, ich sag mal, in Vergessenheit geratenen Tänze wiederentdeckt wurden. Ganz tolle Geschichte. Also der hat, soll ich das kurz erzählen? Ja, ja. Bitte. Also ich muss auch sagen, im Vorgespräch hast du mir erst erklärt, wer Frankie Manning ist. Ja. Und das war unheimlich spannend für mich. Ein Postbote. Genau. Ich verkürze das dir. Erklär mir das. Also, die 30er Jahre in New York, so auf Höhe der Swing-Ära, gab es den Savoy Ballroom in Harlem. Das war so einer der wenigen Orte, wo damals Schwarze und Weiße in friedlicher Eintracht zusammen musiziert haben und Spaß hatten und getanzt haben. So. Also vor allem die ganzen Big Bands aus der Zeit. Die haben sich sogar gegenseitig gebattelt. Es gab damals den Battle of the Bands. Das wurde da, glaube ich, erfunden. Dafür war der Savoy Ballroom berühmt. Er hatte nämlich zwei Bühnen. Und auf der einen Bühne stand Count Basie mit seiner Big Band und auf der anderen Cab Calloway. Und dann haben die mal so gezeigt, was die so können. So, und dann immer abwechselnd. Und die ganzen Jungs, Duke Ellington, Chick Webb, Jimmy Lunsford, die kamen da halt hin und haben zusammen gespielt und Spaß gehabt. Und damit in der Mitte halt die Tänzer. Und einer davon, Frankie Manning. So, und der hatte eine Tanztruppe, die hießen Whitey Lindy Hoppers und sind in Filmen aus der Zeit damals aufgetreten. Es gibt einen Revuefilm aus dem Jahr 1943, Schwarz-Weiß-Film, der heißt Hell's a Poppin', auf Deutsch, in der Hölle ist der Teufel los. Und der hat zwei Tanzszenen, da fällt dir die Kinnlade runter. Du denkst, das kann nicht wahr sein, die haben das schneller abgespielt oder so, ist unfassbar, wie geht das denn? Ist ja der Wahnsinn, so, und da tanzt Frankie Manning mit. Und den findet man auf YouTube übrigens, wenn man Hell's a Poppin' eingibt, also, ne, oder auch wenn man Frankie Manning eingibt, man findet den, fantastische Tanzszene. Und in den 80ern gab es in Schweden ein Programmkino, das Filme aus dieser Zeit gezeigt hat. Und ein paar Schweden haben sich das regelmäßig angeguckt und fanden das total super und wollten so tanzen lernen und haben eine fette Videokamera, damals waren das ja noch so Schränke, mit ins Kino geschmuggelt, in der Reisetasche und haben den Film von der Leinwand abgefilmt, vor allem diese Szene, und haben dann zu Hause versucht, das nachzutanzen. Und haben dann rausgefunden, wer diese Tänzer waren damals. Leon James hieß einer, Al Mintz und Frankie Manning. Und die haben rausgefunden, diese Typen leben noch in Amerika. Und haben sämtliche Telefonbücher in Amerika durchforstet nach Frankie Manning und haben die Typen, die so hießen, angerufen und haben die gefragt, sind Sie Frankie Manning, der Tänzer? Und irgendwann hatten sie einen aus New York am Apparat, der meinte, nee, ich bin Frankie Manning, der Postbote, aber ich habe mal getanzt. Das war der nämlich. Mhm. Der war deshalb so berühmt, weil er die ganzen sogenannten Air Steps erfunden hat, also akrobatische Luftfiguren, wo einem nichts mehr einfällt. Du denkst, wie soll denn das gehen mit der Schwerkraft? Das ist ja der Wahnsinn. Also, das hat er erfunden. Und der hat halt als Postbote gearbeitet in den 80ern, denn in den 40ern war halt irgendwann die Swingdance-Era vorbei. Der Zweite Weltkrieg, die ganzen Amis wurden halt eingezogen, mussten in den Krieg ziehen, Weltwirtschaftskrise, keiner konnte mehr die Big Bands bezahlen. Der Jazz hat sich verändert, also aus Swing wurde Bebop und Hardbop, also Musik, zu der man nicht mehr tanzen konnte, wo die Verabredung war, hier setzt man sich hin und hier wird nicht getanzt. So. Und Frankie Manning hat aufgehört zu tanzen und hat sich zurückgezogen und wurde Postbote. Bis dann halt in den 80ern die Schweden ihn gefunden haben. Und dann sind die nach New York und haben ihn gefragt, können Sie uns das bitte beibringen? Kommt paar Schweden nach New York und genau. Tanzen. Und vor allem sind die Jungs, das waren halt drei Freunde und einer davon ist heute noch der Festivalleiter in Hereng. Die sind halt nach Harlem gelatscht und wollten in den Savoy Ballroom, den gab es nämlich noch Anfang der 80er Jahre. Und dann sind die da nach Harlem, das war halt noch eine andere Zeit. Und man muss sich das vorstellen, drei blonde Schweden, so in weißen Klamotten, latschen nach Harlem. So, und innerhalb kürzester Zeit waren die halt umringt von einer Traube von Leuten, die gesagt haben, Freunde, wenn ihr überleben wollt, dann geht ihr besser keinen Schritt weiter.
Und sie haben aber überlebt und haben es sogar bis in den Savoy Ballroom geschafft und haben Frankie Manning überzeugt, ihnen Tanzen beizubringen. Und der kam dann nach Schweden, nach Hereng, wo die halt einmal im Jahr so ein Wald- und Wiesen-Tanzcamp abgehalten haben. Und dann hat er denen beigebracht, wie das geht, so wie er das sich damals ausgedacht hat. Und das sprach sich rum. Und innerhalb kürzester Zeit kamen dann eben nicht nur Schweden dahin, sondern im nächsten Jahr dann noch Leute aus Amerika, aus Asien, Australien und Litauen. Inzwischen jährt sich dieses Festival zum 32. Mal. Es gibt es seit 32 Jahren und es ist inzwischen das größte Tanzfestival für afroamerikanische Tänze weltweit. Und dieses Jahr wird Frankie Manning 100? Wäre er geworden. Er ist leider vor 5 Jahren gestorben. Das wird groß gefeiert in New York und die Organisatoren kennen mich halt als denjenigen, der das Liebeslied in ganz vielen Sprachen singen kann und haben mich gefragt, hast du Lust, das zu singen in New York bei Frankie 100, so heißt es, vor internationalem Publikum. Und ich habe natürlich gesagt, na klar, so, und deshalb fahre ich halt jetzt im Mai nach New York und werde da auftreten. Wie ist das so, wenn einer dann dich fragt und sagt, jetzt nach New York und vor internationalem Publikum? Ja, überraschend, oder? Ja, habe ich nie mit gerechnet, ne? Also dass das irgendwann mal passieren würde, aber ja, das ist total toll. Es ist so spannend, also unbedingt, das ist Ende Mai und wenn du zurückkommst, du musst mir unbedingt erzählen, wie das war. Bring Fotos mit, die wir auch irgendwie zeigen können. Na klar. Es hört sich so spannend an, also als es mir, ja, wenn du es mir so erzählst, da schwebe ich mit rein. Dabei bin ich gar nicht so der Swing-Experte. Ich kenne so ein paar Filme, da hat man immer Lust, gleich mitzutanzen. Und ich habe mir immer gedacht, ja, aber ich kann es wahrscheinlich nicht. Also es sieht so unmöglich aus. Tanzt du Swing? Ja, größtes Hobby, größte Leidenschaft. Also die Idee dahinter, dieser Tanz ist ja aus Improvisation heraus entstanden. So genau wie der Jazz. Mhm. Das finde ich daran so toll. Und der ist so herrlich unprätentiös. Ich habe früher halt tanzen gelernt in der Tanzschule, wie die meisten, so Standard und Latein, so diese ganzen Ballsaaltänze, Cha-Cha-Cha, Rumba-Jive, Walzer. Und wir haben halt gelernt, ja, Schrittfolgen zu befolgen und die richtig zu machen. Und sobald man die durch hat, dann wieder von vorne anzufangen. Und das finde so ich eigentlich Abiball-Tänze. Total, ja, genau. Und wenn man sowas tanzt, dann ja auch nur zu gehobenen Anlässen. Und Swing-Tänze sind im Grunde auf der Straße entstanden und da werden die auch getanzt. Und da geht es eben nicht um richtig oder falsch. Da geht es um, man hat zusammen Spaß und man bewegt sich zu geiler Musik zusammen und man improvisiert. Und es gibt keine Fehler, es gibt nur Varianten. Und man kommuniziert im Grunde nonverbal. Also als würde man ein gutes Gespräch führen, nur ohne Worte. Und wenn das funktioniert, also wie bei einem guten Gespräch, wenn dein Gegenüber sich auf dich einlässt, dir zuhört und bereichert und so, das ist halt total beglückend. Und das ist beim Tanzen halt ganz genauso. Und muss man darauf achten. Also Swing-Tänzer sind die ganze Zeit am Grinsen, wenn sie tanzen. Aus gutem Grund. Super. Ich danke dir gerne für dieses zweite Gespräch. Und das dritte folgt bald und ich freue mich sehr drauf. Und ja, wünsche dir auch heute Abend sehr viel Spaß mit meinen Erlanger Freunden hier. Den werde ich haben. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Mein nächster Gast ist die Verhaltensbiologin Barbara Niedner. Ihr kennt sie schon, ihr habt sie euch wieder gewünscht. Diesmal erklärt sie mir, was Politik mit Affengehege zu tun hat. Bis zum nächsten Mal. Die ist klasse, die Frau. Da glaube ich sofort.